alten Erzählungen zufolge gibt es auf dieser Welt Wesen aus purer Energie, welche sich mit den Menschen verbinden und in harmonischer Koexistenz leben. Sie beschützen ihre Menschen und die Menschen helfen ihnen, Dinge berühren zu können. Ich möchte euch heute die wahre Geschichte erzählen. Sie spielte sich vor sehr langer Zeit ab und begann auf einem anderen Planeten sehr, sehr weit entfernt. Der Planet heißt Ludo und fiel einem tragischen Schicksal zum Opfer. Er explodierte. Doch zum Glück wurden jene, die reines Feuer in sich trugen, von ihren Körpern getrennt und schossen nun als Seelen durchs Weltall, auf der Suche nach einem neuen Körper. Sie reisten viele Jahre durchs All. Schließlich fanden sie einen bewohnten Planeten, die Erde. Dort lebten die Menschen, eine junge und dennoch für Flames ungewohnt aggressive Lebensform. Jeder fand einen würdigen Menschen und sie verbanden sich mit ihm. Nun galt es, sich wiederzufinden. Frisches Obst und Gemüse, kauft mein Obst und Gemüse. Hallo, wo seid ihr? Ich kann euch spüren. Hallo, ich bin hier oben, ich komme runter. Endlich! Hab ich dich gefunden! Hi, wo sind die anderen? So, jetzt fehlt nur noch Eraste. Wo treibt sie sich nur schon wieder herum? Hier bin ich. Danke fürs Warten. Hallo. 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 Jetzt schon ausgepowert? Wie bist du da überhaupt hochgekommen? Wenn du mal knapp 500 Stufen runter, dann reden wir weiter. Spaß beiseite, ich habe euch schon seit 2 Stunden gesucht. So, jetzt lass uns Eraste suchen. Ich spüre sie nämlich nicht in unserer Nähe. Sie kann schon auf sich selber aufpassen. Ich weiß, aber trotzdem. Vielleicht ist sie auch zu einem anderen Planeten weitergeflogen. Bei ihr weiß man ja nie. Nein! Sie kommen wieder, um unsere Steuern einzutreiben. Ich glaub, er meint uns! Wir sind auf der Suche nach unserer Freundin Eraste und wollen keine Steuern eintreiben. Hast du sie zufälligerweise irgendwo gesehen? Sie brennt in blauem Feuer. Aha, nee. Hab sie nicht gesehen. An den Namen würde ich mich erinnern. Der ist hier nicht so häufig. Das sind aber komische Vögel da draußen. Sucht ihr etwa mich? Ja, warum warst du nicht auf dem Marktplatz? Ah, wir haben auf dich gewartet. Aber jetzt bist du ja da. Hast du keinen geileren Menschen gefunden? Hä? Wie meinst du das? Der ist doch perfekt. Ich stehe ja eher auf Jüngere. Ach, Colino. Also, es geht ja drum, dass der Mensch möglichst gut zu einem passt. Da nimmt man nicht
den nächstbesten Menschen. Das ist nämlich eine Entscheidung fürs Leben. Du hast wie immer recht gesagt. So, aber jetzt sollten wir zurück zur Burg gehen. Ich spüre, dass sie dort unsere Hilfe brauchen könnten. Yep. Ja. Yep. Warum kannst du eigentlich nur du sowas spüren? Ich finde das nicht gut. Ich will auch sowas können. Hat dich eigentlich zum Anführer gemacht? Der Anführer, da er die meiste Erfahrung und Macht hat. Das weißt du aber selbst. Aber es wäre doch viel lustiger, wenn ich... Schneller, streiten können wir es auch noch später. Schnell, wartet hier, ich mach das. Was machen Sie denn hier? Oh, du hast mir soeben das Leben gerettet. Danke, ich werde dich mit Gold überhäufen. Doch die Flames waren bereits auf dem Weg durchs Land und sie kamen in einen Sumpf. Wann sind wir endlich da? Ist er da, mein Kind? Komm doch rein und rastet. Das ist das einzige Haus, weit und breit. Nein, glaubt ihr nicht, Leute. Sie will uns unsere Macht rauben. Sie kann sehen, wer wir sind. Woher willst du das denn wissen? Das ist ihre Kraft, sie kann Gefühle lesen. Genau, ihr braucht mich jetzt trotzdem nicht zu unterbrechen. Sorry. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Streiten. Es tut mir leid, aber wir müssen weiter, wir haben es sehr eilig. Ihr werdet doch wohl Zeit für eine kurze Pause haben. Tut mir sehr leid, aber wir müssen uns echt beeilen. Dann lasst mich euch den kürzesten Weg durch den Sumpf zeigen. Los, worauf warten wir? Was soll schon schief gehen? Wir sind doch zu fünft. Alles gut. Kommt! Warum hören die nie auf mich? Sind wir bald da? Ja. Wir sind ja bald da. Ja. Wenn die bloß wüssten. Wir sollten fliehen, solange wir noch können. Keine Angst, Herr Raste, wir sind immer noch zu fünft. Aber sie weiß, wer wir sind und kann dazu noch zaubern. Aber wir können verschwinden, sie nicht. Ja, aber... Ich passe schon auf euch auf. Ja, und notfalls halber haben wir ja noch unsere Geheimwaffe. So, nur noch über die Brücke, dann seid ihr da. Okay, Leute, alle mir nach. Ich würde lieber hier bleiben. Das ist eine Falle. Jetzt komm schon, Erased. So, jetzt habe ich euch Dämonen gefangen. Dachtest du's? Und Abflug, Leute. Da muss ich wohl härtere Geschütze auffahren, um sie zu erledigen. Währenddessen beim Pöbel. Ich will, dass ihr dieses Ding findet und mir lebendig bringt. Mit dem an meiner Seite gedrückt. Los, lasst uns diese Hexer fangen!
Die Jagd ist eröffnet, meine Freunde. Der den Hexer zuerst findet, gewinnt 5 Silbertaler. Aufmachen! Was führt einen so stattlichen jungen Mann in meinen Sumpf? Holde Maid, ich würde gerne mit dem Herrn des Hauses reden. Sie steht vor Ihnen. Ach so? Haben Sie zufälligerweise eine schwarze Gestalt, die in einem weißen Feuer brennt, gesehen? Ja, hier waren 5 Wanderer, die alle einen Dämon in sich tragen, welche so aussahen, wie du sie beschrieben hast. Ich habe versucht, sie zu fangen, aber sie sind mir entkommen. Lasst sie für mich euch suchen. Ich will die Dämonen austreiben. Naja, okay. Also, dann auf geht die Jagd. Aber es darf niemand erfahren, dass sie mir geholfen haben. Okay. Noch. Wir sind fast oben. Warum gehen wir eigentlich nochmal auf den Berg? Hörst du eigentlich nie zu? Och, ich hab's nur vergessen. Flanko spürt, dass dort oben unsere Hilfe gebraucht wird. Darum. Also, wenn ihr es genau wissen wollt, dort oben wird eine Lawine einige Vogelnester und einen Steinbockherde verschütten. Und wir müssen die Lawine befestigen, bevor sie losgeht. Genau! Wir haben soweit, ich weiß, noch bis morgen Abend Zeit. Ja. Immerhin hat einer aufgepasst. Aber wie wollen wir die Lawine festhalten? Ich würde sagen, dass Eraste sie mit ihrem Kaltfeuer festfrieren kann. Ja, ich kann's versuchen. Habt ihr aber auch noch einen Notfallplan? Nee, hab keine Idee. Wenn wir uns klonen und die Felsen wegräumen, oder wenn wir sie einfach schmelzen, oder wenn wir uns verbinden zum Rainbow Flame, dann haben wir eine viel größere Macht und könnten einfach verpuffen lassen. Oder wir könnten, Schieb doch gleich den ganzen Berg. Die Idee. Stopp, das braucht alles viel zu viel Energie. Ja, du hast recht. Wir können auch einfach die Tiere evakuieren. Das sollte von der Zeit her reichen. Lass uns doch erstmal eine Pause machen. Meine Beine brennen. Wir hätten schon Zeit für eine kleine Pause. Okay, lasst uns rasten. Währenddessen beim Verfolgen. Sie sind vor nicht allzu langer Zeit hier vorbeigekommen. Ich kann Ihre Aura spüren. Aha. Wir müssen da hoch. Aber warum sollten Sie da hochgehen wollen? Der Aufstieg ist sehr gefährlich. Sie sind vielleicht ein bisschen verrückt oder wissen, dass wir Sie verfolgen und Sie wollen uns loswerden. Also, los! Lass uns Sie einfangen. Später auf dem Plateau. Bevor du fragst, wann wir da sind, Colino. Jetzt. Hä? Okay, lasst uns anfangen. Ja. Eraste, du fliegst hoch und hältst die Lawine in dein Feuer, okay? Aye, aye, Sir. Wie lange dauert das jetzt noch? Schon fertig. Also, können wir wieder runter? Ja, sicher. Unsere Aufgabe hier ist getan.
Sieh mal, da drüben, einige Sternschnuppen. Aber es ist noch nicht mal dunkel, wie kann das denn sein? Das sind keine Sternschnuppen. Das sind sie, ich bin mir ganz sicher. Aber wie? Ich weiß es nicht, aber wir sollten so schnell wie möglich hinreiten. Ja. Verfolgten sich einige Tage durch die Einöde, bis sie zu einem Kloster kamen. Wir sind da. Das ist das Kloster mit denen, die die Hoffnung der Erde bedeuten können. Ich kann den Frieden, der diesen Ort umgibt, förmlich spüren. Lasst uns hier für einige Zeit bleiben. Herzlich willkommen, Reisende. Kommt doch herein und macht eine Pause. Ihr seht erschöpft aus. Sehr gern. Mir tun schon die Füße weh. Fühlt euch wie zu Hause. Danke, werden wir. Hier könnt ihr die Nacht verbringen. Ich weiß, es ist nicht gerade edel. Es wird reichen. Machen diese Dinger eigentlich nie eine Pause? Nicht, dass ich wüsste, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sie bald finden werden. Das hoffe ich doch. Gut, hab ich seit Jahren nicht mehr geschlafen, also von mir aus können wir hier bleiben. Das geht aber leider nicht. Wir müssen weiter eine riesige Tötungsfarm der Menschen befreien. Aber... wenn ihr das macht und mich hier noch ein paar Tage ausruhe, ihr könnt mich ja später wieder abholen. Denke, das sollte gehen. Solange es hier sicher bleibt, wie sieht's aus, Raste? Ja, das passt. Okay, dann holen wir dich in 4 Tagen hier wieder ab. Danke. Aber pass auf dich auf, sonst werden unsere Reise so ruhig. Haben sie sich getrennt. Einer von ihnen ist hier. Endlich machen die mal eine Pause. Schnell, lass uns den Zurückgebliebenen betäuben und zum Schloss bringen. Aber warum? Wir haben doch dann nur einen von ihnen, aber wir wollen doch alle. Aber wenn wir einen haben, werden die anderen kommen und ihn retten. Und dann können wir alle fangen. Das ist doch viel leichter, als sie dauerhaft zu verfolgen. Stimmt. Warte du lieber hier. Deine Rüstung ist viel zu laut. Sie würde uns verraten. Aber... Ich schaff das schon. Okay.
Was machen Sie denn hier? Oh, die Tür, sie stand offen und... Keine Panik, alles ist gut. Haben Sie vielleicht Hunger? Ja. Endlich habe ich dich. Wer bist du? So, jetzt kannst du deine dämonischen Kräfte erst einmal vergessen und wirst mir sofort aufs Wort gehorchen. Ach, da bist du endlich wieder. Wach, mein Sohn. Du warst sehr lange krank und ich hatte um dein Leben gebetet. Wir müssen schnell los, weil du von mysteriösen Gestalten verfolgt wirst. Aber warum? Sie wollen dich zwangsverheiraten. Sind die denn Frauen? Also nicht, dann lass uns schnell losgehen. Wir müssen aber noch deinen Vater ab. Wie hast du denn das geschafft? Ich hab da so meine Methoden. Aha. Bevor ich's vergesse, sie denkt, wir wären ihre Eltern, also verhalte ich auch so. Okay. Wir sind da, Colino. Hast du etwas schon vergessen? Colino ist im Kloster geblieben. Stimmt, da war ja was. Willst du die Tiere befreien, Lanza? Was? Ich? Sicher. Ich könnte dir auch helfen, wenn du willst. Es ist ja eine große Farm. Ja, gerne. Okay. Du übernimmst die Weiden und ich den Stall, okay? Okay. Warum verwandelst du dich nicht in ein Tier? Gar keine schlechte Idee. Das war ein Witz. Die Tiere sind ja schon draußen. Okay, jetzt bin ich dran. Angeber, du hättest nicht alles verschwinden lassen sollen. Ist doch so viel lustiger. Ihr, was habt ihr gemacht?
Endlich können wir Pause machen. Wer hat Hunger? Ich. Ich. Dann lasst uns essen. Was hast du denn Schönes für uns? Hier, das habe ich für euch. Woher hast du das Magna? Das lag da vorne herum. Wie kommt Magna hierher? Gute Frage. Ist doch aber auch gut, dass wir es gefunden haben. Ja, jetzt können wir unsere Kräfte wieder aufladen. Juhu! Also, dann lasst uns trinken. Das war super, Wanza. Danke. Ich fühle mich schon viel stärker. Das freut mich. Ich freue mich auch. Ja, es schmeckt fast genauso wie das Original. Flanko erinnerte sich an seine Jugend auf dem Planeten Ludo, wie er und seine Familie in Glück und Frieden in einem kleinen Dorf am Meer gelebt haben. Er und seine damalige einzige große Liebe Fira. Doch dann erinnerte er sich an den tragischen Tag, an dem sie in die Magmaquelle ihres Dorfes fiel und wurde sofort hinuntergezogen. Flanko kam leider zu spät, um sie zu retten. Nein! Jedoch was Flanko nicht wusste war, dass er ihr das Leben geschenkt hatte. Es wird dunkel, lasst uns schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Colino, nein! Was ist los, Flanko? Ich hoffe, es war nur ein Albtraum, aber wenn nicht, ist Colino etwas zugestoßen. Und er steckt in großen Schwierigkeiten. Warum habe ich das nicht kommen sehen? Ist nicht schlimm. Lass ihn uns lieber schnell retten. Flanko legte jedoch beim Kloster einen Zwischenstopp ein und meinte zu den anderen, er würde noch etwas vorbereiten und nachher zu ihnen aufschließen. Wir sind zurück! Willkommen zurück! Euer Freund ist schon gegangen. Wo sind eigentlich die anderen? Ich weiß, die anderen sind schon auf dem Weg zu ihm. Ich hoffe, ihr findet ihn. Ich bräuchte mal kurz eure Hilfe. Du hast mich gefunden, Flanko. Ja, hatte ich es noch richtig gespürt, Fira. Ich wusste, dass du es bist. Ich dachte, du wärst gestorben. Nein, du hast meine Seele befreit. Ich kann dann dir Wasser in Magna verwandeln und habe eine unbegrenzte Energie in mir. Ich bestehe förmlich aus Magna. Ich freue mich nur, dass du noch lebst. Ja, ich mich auch, aber warum bist du eigentlich nicht auf Ludo? Naja, wie sage ich das denn jetzt am besten? Sag es doch einfach. Also gut, Ludo ist explodiert. Was? Aber... Da muss erst unsere Heimat explodieren, dass wir uns wiederfinden? Ja, so wie du das sagst, klingt das schon fast, als wäre es gut, dass Ludo explodiert ist. Und meine Eltern? Leider nicht. Ich weiß nur von 5 Überlebenden. Komm mit, ich will dir mal was zeigen. Hier ist es. Ja. Gefällt sie dir?
Ich könnte kaum glücklicher sein. Das ist alles du gemacht? Ja, wie gesagt, dank dir bin ich nicht nur unsterblich, sondern kann auch unbegrenzt Magma machen. Und der Rest hat sich so ergeben. Wow. Ich hatte auch nur knapp 150 Jahre Zeit. Ja, hätte ich gewusst, dass du noch lebst, hätte ich dich natürlich gesucht. Du bist jetzt ja da. Hast du schon? Nein, mein Süßer. Du bist und bleibst doch der Einzige für mich. Puh, ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen würde. Ich habe diesen Tag schon so lange herbeigesehnt. Bleib doch bei mir und wir vergessen die Menschen, sollen sich doch selbst vernichten. Ich muss aber zuerst noch eine Sache erledigen. Willst du nicht vielleicht mitkommen? Tut mir sehr leid, aber ich habe mit dem Kämpfen schon seit Jahren aufgehört. Okay, schade. Dann warte hier. Wir sind in ein paar Tagen wieder zurück. Ich kann es kaum erwarten. Ja, ich auch nicht. Ich muss jetzt aber schnell los. Die anderen warten schon auf mich. Währenddessen in der Burg. Wir sind zurück! Wir haben einen von ihnen! Ausgezeichnet! Bringt ihn her! Hier! Ich habe einen der Hexer gefangen! Da ist er! Und sein Name ist Colino! Nach so langer Zeit, die du weg warst, bringst du mir sowas? Das ist er nicht! Eure Majestät, es ist einer von ihnen in seiner menschlichen Form. Es gibt mehrere von ihnen? Worauf wartest du da noch? Bring mir alle. Das ist leichter gesagt als getan. Dafür sind sie viel zu mächtig. Und wer bist du? Ich bin diejenige, die diese Dämonen besiegen kann. Genau. Aha. Aber so wie ich sie kenne, werden sie kommen, um sie zu retten. Also müssen wir nur noch warten. Also, du kannst sie aufhalten? Ja. Okay, dann bereite alles vor. Sir Otto wird dir assistieren. Ja, Eure Majestät? Schmeiß dieses Mädchen in den Kerker. Nein, warum? Dort bist du vor deinen Verfolgern sicher. Okay. Worauf wartet ihr noch? Fangt an! Ei, ei! Ha. Bald gehören sie alle mir. Da bist du ja endlich. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ja.
Also, ich will euch ja nicht die Hoffnung zerstören, aber wir werden es wahrscheinlich nicht wieder herausschaffen. Dann verbinden wir uns, dann sind wir stärker. Aber das verbraucht viel zu viel Energie. Kannst du uns ein Loch in die Burgmauer machen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, ein kleines Loch müsste ich hinbekommen. Und was, wenn nicht? Dann müssen wir spektral durch die Wand. Ja, ich wäre aber eher dafür, dass einer von uns als Spektraler nach Colline sucht. Ja, gute Idee, aber wer? Ich schlage Wanzer vor, da wir im Schloss weder Licht noch tierisches Etwas bringen wird. Und was wäre, wenn ich mich in ein Monster verwandle und sie alle Angst vor mir bekommen? Dann müssen wir nicht kämpfen. Wenn es nur so leicht wäre. Aber wir könnten dein Monster gut als Ablenkung gebrauchen. Das mit dem Monster war eigentlich nur ein Witz. Alles klar, hier können wir weitergehen. Gesehen. Ich habe euch doch gesagt, dass dieser Platz sicher ist. Du hast dich aber schon mal verrechnet. Also das mit Colino. Danke, das habe ich übrigens gehört. Aber weiter im Text. Ja genau, wir sind nicht so streitsüchtig wie die Menschen. Ja! Mir kommt da so eine Idee. Wie wäre es, wenn wir die Machtgier und die Rachsucht der Menschen für uns nutzen würden? Gute Idee, aber wie? Wenn du ihnen weismachst, dass ihre Feinde auf der fernen Burg angegriffen werden. Das könnte funktionieren. Ja, das wird es auch. Warum legen wir uns hier eigentlich einen Plan zurecht, wenn es eh schon weiß, was passiert wird? Hier gibt es so viele verschiedene Zeitlinien. Das ist sogar zu viel für mich. Okay, schade. Also, wo denkt ihr, halten sie Colino gefangen? Colino ist im Kerker, unten in der Burg. Du kannst ja doch noch sehen. Da ist ja auch ein festes Ereignis, nichts Variables, ne? Stimmt. Wie viele Wachen sind in der Burg? Es sind um die 500 Soldaten und 1000 Zivilisten. Okay, wir müssen da versuchen, keinen von ihnen zu töten. Ja, ja. Sicher. Ja, gut, also Wanzer, du besuchst auch direkt den Weg zu Colino zu kommen und ihn zu befreien. Verstanden. Erraste und Gesalt, ihr zwei kommt mit mir zur Ostmauer, wo Gesalt uns ein Loch hineinbrennt, welches ich nachher nach unserem Einritt in die Burg verschließe. Verstanden. Erraste, du versuchst so viel wie möglich der Wachen einzufrieren. Verstanden. Wolltest du nicht die Armee der Feinde in ihren Kopf erschaffen, Flanko? Stimmt, ich bin nur ein bisschen aufgeregt. Mein erster großer Einsatz. Weiter! Ja, wir versuchen sie aufzuhalten. Wir greifen aber nicht an, solange sie uns nicht bemerken. Also, doch nicht vereisen? Ja, aber erst, wenn sie uns angreifen. Verstanden. Also einfach gesagt, wir lenken sie ab und Wanzer holt Colino. Verstanden. 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 Ja, bist du auch stark genug, um 500 Köpfe zu stoppen? Sicher, ich wachse in Krisensituationen noch immer über mich hinaus. Thank you.
Sie sind schon sehr nahe. Ich gehe davon aus, dass sie heute Nacht angreifen werden. Weißt du das denn immer? Das ist Betriebsgeheimnis. Und jetzt sag dem König Bescheid. Ich bin hier soweit fertig. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Warte noch. Ich möchte noch ganz kurz meinen Geist leeren. Dann mach das aber, beeil dich. Ja, nee. Ich beeil mich. Du bist Flanko. Du hast die Macht des White Flame. Du kannst sie alle erreichen. Dein Verstand ist grenzenlos. Bereit? Bereit. Auf ins Gefecht, meine Freunde. Ich wollte euch noch sagen, wie sehr ich euch liebe. Ihr seid jetzt meine Familie. Wir lieben dich auch. Und keine Sorge. Los, Wanza! Bis gleich, Freunde. Jetzt, Flanko. Ich bin dabei. Hat es nicht geklappt? Doch, ihr seht sie nur nicht. Alle zu mir! Wir werden angegriffen! Da, siehst du? Ja, gut gemacht. Wir müssen uns beeilen. Es werden nicht so lange darauf hineinfallen. Ja, stimmt. Also auf zur Burg. Also gesagt, jetzt bist du dran. Ja! Das seid ihr ja endlich. Bereit zum Sterben? Heute nicht. Denkt auch nur ihr. Ihr braucht keine Angst haben. Das schädigt uns nicht. Da ist es ja gut. Operation Tauchgang! Du denkst, dass du mich besiegen wirst? Niemals. Ich kann euch sehen. Das ist unmöglich. Aber wie? Sie ist zu mächtig. Lauf. Niemals. Das bringt dir auch nichts mehr. Eindringlinge, sie sind da unten. Wo sind die anderen Angreifer nur hin? Das war nur eine Illusion. Aber kommt nicht herunter. Eure primitiven Waffen können ihm nichts anhaben. Ja, und jetzt, da ich meine volle Kraft entfaltet habe, kannst du es auch nicht. Ihr könnt die anderen vier töten. Okay, tötet sie. Nein. Was ist jetzt los? Aber egal, ich werde dich auch so besiegen. Warum hast du das getan? Sie konnten mich nicht aufhalten. Und du wirst es auch nicht können. Das werden wir ja sehen. Ich weiß, dass das nicht du bist. Aber wo hast du dich versteckt? Ja. Oh, geh da runter. Gib mir meine Tränke zurück. Nein, das sind jetzt meine. Das wird dir aber nichts bringen. Dir bringt sie jetzt aber auch nichts mehr. Denkst du etwa, ich hätte nur eine Waffe im Kampf gegen euch vorbereitet? Jetzt! Verstanden! Was ist das? Das ist der Notfallplan. Jetzt wirst du auch sterben. Nein! Doch! Warum dauert das so lange? Na, endlich! Haha! Was ist denn da unten los? Sie sind tot! Warum? Ich wollte sie doch in meiner Armee haben.
Diese Dämonen hätten niemals deine Befehle befolgt. Aber ich werde es tun. Und was bringst du mir? Ich bin eine Hexe. Und mit meiner Magie und auf deiner Seite wirst du unbezwingbar sein. Das klingt verlockend. Du bist engagiert. So, zum Glück ist das aber nicht das Ende der Geschichte, da die Flames erneut als Seelen existieren, fern vom Zugriff der Hexe und der Menschen. Sie wollten eigentlich den Planeten verlassen, doch seht selbst. Also, auf ein neues? Nein, ich habe da so einen Ort auf der Erde gefunden, wo wir in Ruhe und Frieden leben könnten. Sicher? Ja. Klingt gut. Also dann, alle mir nach! Immer wieder gerne. Was hier? Also, mir nach. Wie immer. Wunderschön. Das sieht aus wie zu Hause. Ja, und hier sind wir auch sicher vor der Außenwelt. Ja, nur Vierer kennt diesen Ort. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ich.